Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier immer noch in White Spring, wie man sieht. Ha, diesmal haben wir ihn aber erwischt, okay. Wir gehen aus dem Fotomodus mal raus und laufen weiter Richtung Ziel. Wir wissen nicht, wie das Ziel heißt. Wir haben einfach gesagt, da unten ist schön, da wollen wir mal hin. Alles ist rot, hier ist alles grün. Und deswegen machen wir uns da jetzt so auf den Weg dorthin. Was ist mit der Gesundheit passiert? Moment, haben wir aus Versehen ein Stimpack genommen? Wo sind unsere Stimpacks? Oh, Sirup kann ja auch was. Essen, 10% Hunger stillt es. Okay, Stimpack, ja doch, wir haben eins genommen. Also deswegen geht es uns etwas besser. Ja, und wir wollen... Wo ist denn unser Ziel überhaupt auf einmal? Da ist es auf einmal hin. Sehr schön. Oh, Moment. Ist das da eine Straße etwa? Können wir darauf? Ha. Okay, es ist keine Straße. Es ist ein Zug. Warum drücke ich hier eigentlich die ganze Zeit F5? Das bringt doch gar nichts. Wir verdursten. Oh nein. Ja, genau. Wasser suchen wir nämlich auch noch. Ach, wir pressen uns einfach ein bisschen Wasser hier aus der Karottenblume. Oh, da ist irgendwas Rotes. Hoppla. Was macht solche kranken Geräusche hier? Sieht mir aus wie ein Mr. Handy. Ja, wir sprechen ihn lieber nicht an. Am Ende hat er wieder eine Aufgabe für uns oder so etwas. So kranke Geräusche macht die Karottenblume, glaube ich, wenn wir sie pflücken. So krank sind die Geräusche gar nicht. Oh. Event der Bote betreten. Wollen wir das? Dann können wir doch gar nicht. Wir sind doch hier ganz alleine. Da geht's doch ganz schön zur Sache wahrscheinlich gleich. Nö, das wollen wir jetzt nicht machen. Ein andermal gerne, aber im Moment erstmal nicht. Ja, wir würden aber Atome und sowas dafür bekommen. Ja, schon. Wir haben aber auch ein Ziel vor Augen, also... Wenn wir da nicht langsam hinkommen, dann kommen wir da ja nie hin. Ja? Wenn du gehst, erhältst du keine Belohnung. Ach, diese Belohnung lockt uns. Aber wir sind so hungrig und alle. Na, wir können uns nicht um andere kümmern. Wir müssen uns erst um uns selber kümmern. Hier vorne ist doch so etwas wie ein Wasserturm zum Beispiel. Außerdem wollten wir doch gucken, ob wir da eine Siedlung bauen können. Oh oh. Uns geht's gar nicht gut. Wasser! Na, scheinbar nicht so ganz. Schade. Na dann, war das hier eine Schlammbohne oder so etwas? Oh, lecker Brombeeren. Ganz, ganz viele hier sogar. Hier wird es ja wohl keine Klapperschlangen oder so etwas geben, oder? Ich hoffe mal nicht. Wow, was haben wir denn hier? Shadow, ah. Automaten haben sie hier angebunden. Ja, aber wussten die denn, dass das eine holprige Fahrt wird oder warum? Na, wir gucken jetzt erstmal. So eine Brombeere kann doch auch den Durst stillen vielleicht. Oder Pfeffer? Ja. Brombeere ist doch oben. Ach, so eine Nuka-Cola können wir doch mal trinken. Ja. Ich sehe die Brombeere gerade nicht. Wilde Brombeere hier. Erkrankungschance ist relativ hoch. Och, und so viel Nahrungspunkte gibt es uns jetzt auch nicht. Oh,
da müssen wir so eben irgendwie weiterkommen. Das sind richtig Vögel, die zwitschern da so schön. Sind wir denn noch auf dem richtigen Weg oder gehen wir schon wieder entgegengesetzt? Nein! Ja, wir müssten über den Berg hier. Ob die so einen Tunnel da durch den Berg... Ah, wir können ja weiter die Gleise entlang schlendern. Oh gut. Ja, irgendwie können wir höher springen jetzt. Ja, wir springen ja... Wir können ja auf den... Wie kommt das? Was haben wir denn? Das ist aber... ungewohnt. Ja, so kommen wir ja nie hier rein. Ja gut. Wir können so hoch springen, dass wir aus dem Stand auf seinen Eisenbahnwaggon drauf springen. Okay, so kommen wir rein. Ah, leider haben wir das Skelett jetzt runtergeschubst damit, der Aktion. Whisky. Oh gut. Und Psychotets. Ah, ja. Ja, sieht so aus, als hätten die beiden es auch geschafft. Der Mann ist ja wohl nicht mehr zu seiner Frau gekommen. Ach, die hatten hier sogar so ein Plumpsklo. Dann ging es denen doch gut hier. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier so springen? Vielleicht liegt das an dem Badeanzug. Aha, jetzt können wir nicht mehr so hoch springen, oder? Es kann ja nicht überall was drin sein für uns. Nur... Naja, nee, auch in der Ego-Perspektive geht es jetzt nicht mehr. Ich wollte schon sagen, es geht nur in der Ego... Doch, in der Ego-Perspektive können wir irgendwie höher springen, meine ich. Zumindest jetzt. Ja, ich glaube, wir haben uns irgendeine Krankheit zugezogen oder so etwas. Und die bewirkt das sicherlich. Oh oh. Ein Yaogwai. Verkrüppelt ist er. Und Level 16. Ja, das ist ja viel zu stark für uns. Wow, so viele Yaogwais hier. Aber das ist auch gut, die kommen hier oben nicht drauf. Also. Oh nee, keine gute Idee. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Wow. Oder könnt ihr auch springen am Ende? Hm. Ah, jetzt sind sie wütend. Und haben uns bemerkt. Das Schlimmste dabei ist, sie sind weg. Für uns nicht mehr erreichbar. Was ist das? Kein Schleichbonus. Ja, sonst müssten wir gleich... Wie heißt das? Psycho oder so etwas nehmen? Hm. Gar nicht mal so dumm, diese Yaogwais. Wenn sie merken, dass sie keine Chance haben, hauen sie ab. Na, da wird ja wohl kaum was drin sein. Da unten in dem Eisenbahnwaggon. Ja, wir sollten hier weiterlaufen. Noch ist Vorsicht geboten.
Nicht mehr lange. Ach, wir können doch so hoch springen. Wir springen einfach davon, wenn sie kommen. Ah, na endlich. Ah, die roten Kisten, die haben wohl immer Granaten oder sowas drin. Echt jetzt? Nicht gut. Am Ende kommen die hier rein oder so. Auf welcher Seite sind sie? Links oder rechts? Sie umzingeln uns sozusagen. Oh nein! Wir haben unsere Sprungkraft verloren! Wow. Ja. Geht nicht mehr so gut. Ah, schnell darauf. Wow. Oh gut. Wo sind sie hin? Da. Oh, wir treffen aber ganz gut jetzt so. Von hier oben. Boah, das hat ja auch nicht viel Sinn. Wenn das so weitergeht, haben wir gleich keine Munition mehr. Und das ist wirklich nicht so schön. Gegen die Jaguars ohne Munition? Ah, nicht gut. Nach wie vor was essen sollten wir können. Da sind wir fast. Ja, und hier wollten wir hin. Okay. Da sollten wir schon mal sehen, dass wir links rüberkommen so langsam. Oh. Ach so, gehen wir ja sowieso dort entlang. Ja, da laufen wir direkt auf dieses komische Spukhaus zu. Ja, Spukhaus. Wie man es nennen möchte. Haben wir nicht zufällig eine bessere Waffe? Aha. Wie wär's mit einer Granate? Also, da es uns gerade relativ gut geht. Ja, wir können ja nochmal ein Stimpad nehmen. Oh, hey! Das hat uns aber gut geheilt jetzt. Weiß ich nicht. Sollen wir einfach mal runter und da drauf? Ach, bis wir den erwischt haben, da haben wir das Gewehr kaputt. Wenn wir ganz schnell rennen, ah, die haben 4 Pfoten, also Tatzen. Die könnten damit 4-mal so schnell rennen wie wir. Ja, aber bergauf können die doch gar nicht rennen. Da kippen die doch um, oder? Naja, dann. Ja, wird schon. Passt schon.
Also ganz schnell rennen bergauf. Da kommen die nicht nach. Ja, okay. Wow, wir können aber nicht lange sprinten, merke ich gerade. Was ist das? Brombeeren, oh nein. Ach, so weit ist die Lok gekommen. Ach was, die Mission der Aufseherin. Na, damit hätte ich jetzt an dieser Stelle aber gar nicht gerechnet. Ist es das aus? Nein, das glaube ich nicht. Da war doch was anderes jetzt. Hm, wir wollten nach links. Ich sehe unser Ziel nicht mehr. Wo ist das? Da ist es. Okay. Ja, irgendwie sollten wir hier rüber, aber jetzt sind wir gerade mal an diesem Haus. Und wir brauchen was zu trinken. Ich habe keinen Fluss oder ähnliches gesehen. Ja, das ist doch gut hier. Bed und Breakfast am Berg. Da klingeln wir doch direkt mal an. Oh, so viel Holz. Wow, was ist das? Was ist das? Grubenhauerkratzer. Nö. Wow. Wow, was ist hier los? Wir können so weit springen, wir springen überall drüber. Einfach. Können wir so auch springen? Ja, wir springen schon über das Verkehrsschild. Also es ist nicht so schlecht. Können die schießen, diese Gruben? Ja, die können schießen oder was? Die haben, jetzt ehrlich, die Grubenkratzer, Gräber, die haben irgendwas zum Schießen in der Hand. Bestimmt gute Waffen. 22 mit Krone auch noch. Aber trotzdem wäre es fast möglich, glaube ich. Oh, die können nicht nur schießen. Oh, sowas haben die. Ich dachte, der haut ab. Der kommt aber immer näher. Wow. Jetzt verstehe ich. Grubenkratzer und so, ja? Aha, ganz fiese. Ich weiß ja nicht mal, was uns da angreift. Ich würde gerne sehen, was das ist. Mach ein Foto, mach ein Foto. Schnell, wo ist der Fotoapparat? Wow, das ist nicht normal. Das ist nicht echt. Das ist ein Maulwurf oder was? Ich habe noch nie sowas Glitschiges gesehen. Hör auf, so glitschig zu sein, lass das. Du kannst aber auch nicht gut atmen, ne? Jawohl! Und du auch noch, komm her! Wow, 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 wow. Echt jetzt? Wir haben die Grubenkratzer, die Grubenhauergräber haben wir. Oh. Ja, die müssen jetzt richtig gute Sachen bei sich haben. Tja, aber... Was sind das? Wenn wir nicht so springen könnten, dann... Oh, Schlüssel für das brennende Bergwerk. Das nehmen wir mit, natürlich. Und wir haben einen Raketenwerfer, den wir natürlich noch nicht benutzen können. Und überladen sind wir, aber das ist nicht weiter tragisch. Da drin waren noch Maulwurfsratten. Uns geht es nicht so gut. Wir sind am Ende der Folge und ich hätte so gerne ein Bild von den beiden gemacht. Wir bräuchten einen Fotoapparat, den wir schnell zücken können. Also einfach so während des Wegrennens so T drücken. Ja, dann wird man ein paar verwackelte Bilder machen, aber so schlimm wie... Moment, da ist noch einer. Aber wo? Ich habe das Wetz habe ich sonst immer ganz gerne benutzt, auch um zu markieren. Zu sehen, wo hat sich einer versteckt oder so. Schwer zu sagen. Wie, der hat sich... Nein, wir sind versteckt. Okay, irgendwo ist aber noch einer Stufe 4. Der braucht nicht viel. Mit unserem mächtigen Gewehr, mit der Flinte, sollten wir... Ah, da ist er. Ein Schuss, ein Treffer, ein Tod.
Schade, ja, den hätten wir jetzt gut fotografieren können. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Schade. Aber ich tippe mal drauf, dass wir noch mehr davon finden werden. Oh ja, da oben ist noch einer, ein Grubenkratzer, und wir machen ein Bild. Können wir T nicht einfach so drücken? Nein, T einfach so funktioniert nicht. Wir gehen schnell mal hier jetzt in den Fotomodus. So, bitteschön. Das Haus ist gut. Und was hätten wir dann noch gerne? Ich hätte zum Beispiel ganz gerne... Moment. Einen Ausdruck, ja. Und zwar, da wir die Grubenkratzer jetzt gefunden haben. Na klar, überrascht wäre gut. Das ist nur unser Magen. Keine Sorge. Traurig, Rage, verwirrt, friedlich. Ja, wir müssen uns noch damit anfreunden, was es hier so alles gibt. Gereizt, nein, beeindruckt, nein, glücklich. Ja, das ist doch gut. Wir haben den Grubenkratzer gefunden. Den Grubengraber. Ja, das dauert, bis ich mir das gemerkt habe. Jetzt läuft er aber nicht mehr da hinten rum. Posieren, ja, wir haben leider nicht so viele Posen. Wir müssen mal im Atomic Shop gucken, was für Posen wir da überhaupt dann noch bekommen. Ein paar bräuchten wir, andere noch für die schönen Fotos. Ne, Logos wollen wir nicht. Standard. Und wollen wir überhaupt einen Rahmen hier? Hey, was haben wir denn hier? Ist das neu? Das haben wir doch vorher noch nie gesehen. Ja, ist gekauft. Das nehmen wir. Das reicht. Dann, liebe Welt da draußen, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ein Daumen hoch auch von mir für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.